Ich zeige euch heute, wie ihr euer Smartphone mit dem öffentlichen Ordner aus Exchange abgleichen könnt. Im Prinzip würde hier jedes Smartphone funktionieren, was ActiveSync mit dem Exchange Server unterstützt, weil in dem Fall von Xmixed Folders die öffentlichen Ordner in das lokale Postfach kopiert werden. Xmixed Folders gibt es für ein paar Postfach kostenlos. Und das werden wir uns jetzt hier gleich mal downloaden und ansehen. So, der Konfigurator für den Dienst ist nun gestartet. Ich werde uns jetzt hier mal einen Zugang zum Exchange anlegen. Den können wir Zugang zu Exchange nennen. Ich kann hier Autodiscover nicht verwenden, weil es bei mir nicht konfiguriert ist. Deswegen gebe ich hier den Exchange-Servernamen an. Meinen Benutzer und zwar ist das der Benutzer, der die Mailbox besitzt, die ich mit meinem Handy abgleiche. Ja, jetzt brauchen wir eine Verbindung, die funktioniert auch und nun kann ich einen Synchronisationsauftrag erzeugen, der mir im Prinzip hilft, die beiden Ordner miteinander zu verbinden. Ja, also ich habe jetzt eine linke und eine rechte Seite. Da kann ich mir jetzt einen Ordner auswählen. Und zwar wähle ich mir auf der linken Seite einen Ordner aus dem einen öffentlichen Ordner. Das ist hier dieser Kalender. Und nun noch auf der rechten Seite möchte ich einen Ordner aus meiner Mailbox benutzen. Und zwar gleich den Kalender. Also gleiche ich jetzt diesen öffentlichen Ordner hier mit meinem Mailbox-Kalender ab. Jetzt muss ich den Service neu starten. Jetzt wird diese Konfiguration hier eingelesen und abgearbeitet. Wir können jetzt auch gleich mal im Outlook schauen, ob hier schon irgendwas passiert. Denn wir müssten jetzt sehen, dass hier die ganzen Elemente aus dem öffentlichen Ordner des Users auftauchen. Und hier geht es auch schon los. Das sind alles hier Testelemente. Ja, der Service arbeitet. Und wir können jetzt den Konfigurator auch schließen. Denn der Service arbeitet weiterhin im Hintergrund. Und zwar jede Änderung, die sich hier ergibt oder im öffentlichen Ordner, wird nun von links nach rechts oder rechts nach links abgeglichen.